Ja, liebe Kinder, es ist schon fast 200 Jahre her. Da lief in Es ist schon fast 300 Jahre her, da lief in der erste Nachtwächter durch die engen Gassen der Stadt. Und es ist schon etwas mehr wie 100 Jahre her, da lief er nicht mehr. Inzwischen laufen auch wieder durch Quenachtwächter, aber die haben eine völlig andere Funktion wie früher. Die sind Stadtwächter. Und zeigen praktisch den Gästen der Stadt Schönheit und Bitte. Was hat denn früher der Nachtwächter für eine Aufgabe gehabt? Ja. Er sollte die ganzen Laternen mal ausmachen. Nicht ganz. Hier ein klein bisschen anders. Ja. Wenn es gebrannt wird, ist der Alarm geben. Das ist schon mal sehr gut. Viele denken, der Nachtwächter musste damals immer das Liedchen singen. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, die Uhr, die hat bald 8 geschlagen und so weiter. Und jetzt jeder Stücke durch sein Horn tun. Nee, das musste der nicht. Es war wirklich so, wie du es gesagt hast. Man hatte hier eine panische Angst im Mittelalter, dass hier mal ein Feuer ausbricht. Da musste der Nachtwächter immer aufpassen, dass die öffentlichen Feuer unter Kontrolle waren. Ja, und der musste der Nachtwächter kontrollieren, ob die Haustüren alle verschlossen sind. Und der musste rumlaufen und gucken, ob im Beispiel nicht ein paar Halunken unterwegs waren. Der Nachtwächter konnte Leute kontrollieren, konnte sie auch festsetzen. Das ist gut. Es gehört auch so ein kleines bisschen ins Reich der Legende, dass der Nachtwächter mit so einem Hufhorn ausgestattet war. Das hatte der damals noch nicht. Es ist überliefert, dass der Nachtwächter hier in Quedt mit einer Trillerpfeife ausgestattet war. Und er hatte mit der Trillerpfeife Alarm geschlagen oder seine anderen Kollegen zu Hilfe gerufen. Ja, in Nachtwächter ganz unterschiedliche Funktionen. Er musste damals nicht die Laternen ausmachen. Er hatte früher sogar die Aufgabe, am Tage die Laternen zu reinigen. Guckt euch mal die Laternen an. Was sagt euch das? Die sind extrem schmutzig, ne? Die müssen mal wieder sauber gemacht werden. Aber Gott sei Dank braucht das heute nicht mehr der Nachtwächter machen. Ja, und der Nachtwächter musste ganz explizit noch was ganz anderes machen. Der musste nämlich den Mühlgraben kontrollieren. Kennt ihr den Mühlgraben? Ja! Denn wenn der Mühlgraben mal drohte zu verkrauten, dann drohte extreme Hochwassergefahr. Da stand wirklich mal früher im Mittelalter etliche Jahre das Wasser in der Altstadt einen Meter hoch. Wer das nicht glaubt, geht mal vorne zum Worthaus hin, das kennt ihr sicher, die Gaststätte, ne? Da ist noch eine Markierung dran, wo mal früher das Wasser hier stand im Hochwasser. Es gab damals insgesamt 6 Nachtwächterbezirke. Und das kann jeder ja auch mal machen, ja. Es gab 6 Nachtwächterbezirke und insgesamt 12 festangestellte Nachtwächter. 6 Nachtwächter sind immer zur selben Zeit durch die Stadt gelaufen. Und ihr werdet es kaum glauben, obwohl das nicht abgesprochen ist, inzwischen laufen auch wieder durch das Nachtwächter. Und wenn ihr mal Lust habt, den Nachtwächter bei seinem Rundgang durch, könnt ihr gerne machen. 18 Uhr geht es immer wegen los, da vor unserem Markt, und dann laufen wir durch die engen Gassen der Stadt. Und hier am... Du hast schon mal einen gesehen? Und bestimmt taucht man auf. Siehst du? Und da haben wir ein riesengroßes Problem hier in Quedt. Früher war das so, dass der Nachtwächter nicht älter wie 40 Jahre alt sein durfte. Guckt mich an, ich bin da doch schon ein paar Jährchen drüber. Also was haben wir? Wir haben ein Nachwuchsproblem. Also wenn von euch jemand mal in meinen Fußstapfen treten möchte, selber Nachtwächter werden möchte, dann kann er mal gerne mal mitkommen, wir gehen bei mir in der Lehre und dann 10 Jahre später kann er auch durchs Hohen unter die Blasen? Ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Guck mal, ich habe beide Hände voll. Da brauche ich jetzt erstmal jemanden, der mir die helle Bade abnimmt. Aber sei ganz vorsichtig, halt die gut fest. Hier sind die vorne ganz, ganz, ganz spitz. Und die Lampe muss auch jemand halten. Dann wollen wir mal gucken, ob da was vernünftig rauskommt, ne? Das reicht, ne? Nicht schön, aber selten.
wie gesagt, früher hatte er dann dachte ich nicht so ein Horn, sondern er hatte eine Trillerpfeife. Auch so ein Horn sieht schöner aus wie eine Trillerpfeife, ne? Wir haben eine Trillerpfeife. Du hast eine Trillerpfeife sogar. Ja, und ich habe sogar eine Donnerwetter. Aber ich denke mal, ihr seid auch hier aus einem ganz anderen Grund, ne? Ihr wollt noch ein paar Süßigkeiten bekommen, oder? Ja! So, jetzt brauchen wir nochmal einen Freiwilligen. Aber zuvor gibt es erstmal nochmal einen Applaus für den Thomas Timm als Nachtelfer. Familie Timm ist auch von Anfang an das 10. Jahr jetzt schon dabei beim Adventskalender. Ach, komm, ich glaube,